Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und salut et fraternité, citoyens les spectateurs, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit der Frankreich-Kampagne in Europa. Wir haben ein paar Ziele noch offen. Es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Muss mich nochmal so ein Stückchen reinfinden. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz. Wir hatten ja hier eine Armee, mit der wir genau diese Stadt hier einnehmen wollen. Also das ist folgendes. Ja, wir umstellen das Ding nochmal gerade. Also es ist folgendermaßen. Wir könnten jetzt natürlich München bzw. Bayern befreien. Wir bekommen dadurch einen Malus auf unsere diplomatischen Beziehungen. Der ist fast so hoch, als wenn wir es selbst einnehmen würden. Der beträgt, glaube ich, wenn wir es freilassen, Faktor 7 oder so. Und wenn wir es eroberten, dann wäre es irgendwie Faktor 8 Punkte oder sowas. Also normalerweise, wenn es irgendwie 6 Punkte und so sind, es dann 8. Also können wir Bayern eigentlich auch direkt erobern. Wir müssten uns halt mal kurz angucken, was hier so in Bayern genau ist. Aber das muss doch eigentlich hier angezeigt werden. Ja, das ist halt extrem gut ausgebaut. Wir haben eine Eisenmine, wir haben noch einen. Ne, Moment halt, das ist totaler Schwachsinn hier. Moment, Moment. Aber ich könnte mir das doch mal. Warum kann ich mir das jetzt hier nicht mehr anzeigen lassen? Achso, weil das noch den Österreichern gehört. Hehe. Ja, ich muss hier durchklicken. Also wir haben hier einen Bauplatz frei. Wir haben hier einen Herrenclub. Das ist dieses Ding, wo man Agenten herbekommt. Erhöht außerdem die Zufriedenheit. Wir haben hier noch ein Holzfällerlager. Also das ist ganz okay. Infrastrukturmäßig jetzt nicht das Beste, aber schlecht ist es auch nicht. Und wir hätten dann halt eben den Vorteil, dass wir dann Innsbruck und München noch kontrollieren. Ach ja, und eine Sache habe ich total vergessen. Die dürfen wir nicht vernachlässigen an der Stelle. Ich glaube nämlich, dass Sachsen Bayern den Krieg erklären wird. Das machen die zu einem Zeitpunkt im Spiel. Ich weiß nicht mehr genau zu welchem. Aber Sachsen erklärt in der Regel Bayern den Krieg. Und das können wir antizipieren, indem wir halt Bayern selbst einnehmen. Also es ist auch immer so die Frage, sollte man halt die Städte selbst erobern oder sollte man sie unterwerfen? Es ist hier natürlich ganz cool, mit den Bayern als Verbündeten ein paar Schlachten zu schlagen, aber jetzt momentan wäre es mir fast lieber, weil Wien ist hier so nah dran. Oh Gott, da müssen wir übrigens was tun, ne? Die sind ja momentan. Die sind ja momentan schon hier ganz gut am Bauen. Also von daher jetzt hier eine automatische Schlacht. Und wir werden es friedlich besetzen. Es kostet uns natürlich eine schöne Stange Geld, weil wir München, weil wir in München alles erstmal wieder reparieren müssen. Aber wir haben eigentlich hier jetzt, glaube ich, ganz gut Glück gehabt. Boah, ja, und Wien erzeugt halt so viel Geld, also das ist schon echt frech, ne? Plus 2 Zufriedenheit für alle Klassen ist natürlich ein gutes Gebäude. Also wir können halt auch direkt Steuern eintreiben, ne? 307 machen wir mit den 1200, die wir da jetzt, oder mit den 1000 Kröten, die wir da jetzt in die Reparatur gesteckt haben. Ist es jetzt so, dass wir, dass sich das ja schon innerhalb von 4 Runden wieder rentiert hat, ne? Also das ist eigentlich gut. Der einzige Nachteil, den wir halt haben, ist hier die diplomatische Strafe. So. Was macht die Armee hier? Die könnte noch ein bisschen verschnaufen, um dann Richtung Neapel zu ziehen. Also wir könnten in der Autoschlacht Neapel auch jetzt schon platt machen. Komischerweise sind jetzt hier, trotz des Ladevorgangs, die Marschbefehle wieder normal gesetzt. Das überrascht mich ein wenig. Wir gucken mal. Wir bräuchten hier vielleicht noch 2 reguläre Kavallerieregimenter in Venedig.
geschossen? Also, also eine ordentliche Kavallerie zu haben, ist ganz wichtig für uns. So, und was machen wir jetzt hier noch? Wir nehmen noch ein bisschen Miliz mit. Also wir nehmen Murat jetzt an der Stelle nur mit, weil er die Bewegungsreichweite der Einheiten erhöht. Und so haben wir halt hier ein bisschen mehr Spouts. Ne? Wir haben dann einfach ein bisschen mehr, wir haben ein bisschen mehr Platz hier. Und jetzt können wir mit dieser Armee Moment. Den Burschen stellen wir mal hier unten in den Hafen. Das will ich nicht vergessen. Wir haben hier, genau, wir haben noch kein Schiff hier drin, aber wir bauen eins, ne? Korrekt. Wir bauen hier auch eins, gut. Schöne Sache. Hier in Ligurien ist noch eine Milizeinheit drin, die brauchen wir hier aber glaube ich nicht. Diese Milizeinheiten hier, die sollten wir im Idealfall nehmen, um die Städte so ein bisschen zu garnisonieren. Und wir bewegen uns jetzt mit Michel Ney Richtung Rom, um den Vormarsch auf Neapel zu forcieren. Das ist, glaube ich, hier die, das ist, glaube ich, hier so die beste Variante. Denn je schneller wir hier unten alles unterwerfen, desto eher ist hier Ruhe und ja, wir können unsere Finanzkraft auch halt nochmal deutlich stärken. Wir müssen außerdem schauen, dass wir die entsprechenden Technologien jetzt auch bald nochmal forschen und dass wir noch ein paar Häfen ausbauen. Und dazu muss ich mir jetzt mal gerade einen Überblick verschaffen. Wie viele Werften habe ich jetzt? In Le Havre 1. In Brest 1. Und das war's. Also wir haben momentan 2 Werften. Die müssen wir natürlich nochmal ausbauen. Wir müssen sie auf, wir müssen sie in der Stufe noch aufs Doppelte ausbauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Zufriedenheit hier, wie sieht die aus? In der Wallonie, die ist gut. Wir können also hier das College noch einmal ausbauen. Habe ich da schon einen Agenten drin eigentlich? Nee, ne? Ich werde noch Agenten bekommen. Wir müssen schauen, dass wir da ein bisschen was machen. Zivile Technologiepunkte, das ist gut. Und auch zivile Technologiepunkte, das ist auch gut. Ja, gut, also dann sollten die Burschen halt nur nicht in Perugia rumstehen. Was bringt der Bursche in Perugia? Für zivile Technologie und Industrietechnologie. Ja, dann wäre der aber, der wäre eigentlich dann in Liège oder so am besten aufgehoben. Das ist doch mal ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, ja doch, dann forschen wir hier das. Ich schicke einen der Agenten nach Liège, also nach Lüttich. Und ich rekrutiere momentan sehr, sehr wenige Einheiten. Was wir momentan... Ah ja, gut, da ist die nächste, da ist gleich eine Einheit Chasseur fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also diese Armee, da ist unglaublich persistent. Das heißt also, sie nervt mich tierisch lange. Okay, wir schauen mal. Das sieht momentan noch ganz okay aus. Beenden wir... Ach ja, meine Kanönchen hätte ich beinahe vergessen. Zum Glück hatten die nur einen Bewegungsbefehl.
Oh, wir werden angegriffen. Was haben wir denn? Kosakische Kavallerie. Linieninfanterie. Granadiere. Pawlowsker Granadiere. Und dann einen ziemlich guten General. Dann würde ich sagen, machen wir die Schlacht doch. Wir haben die Artillerieüberlegenheit, sollten das also mit Napoleon eigentlich relativ gut gewinnen. Da können wir dann auch versuchen, unsere Truppen direkt noch ein bisschen zu schonen. Also wir stellen die Generäle mal nach hinten erstmal. Haben wir viel Kavallerie. Ich muss noch gucken, wie ich die einsetze. So, wir brauchen eine halbwegs gute Schusslinie. Okay. Die stellen wir hier auf. Ja, warum kann ich die Pfähle eigentlich nicht benutzen? Muss ich die noch erforschen? Ich weiß es nicht. Ich stelle die Garde hier hin. Noch eine starke Linie hier drüben. Ich weiß gar nicht, warum der hier so stark eingestuft wird. Müssen wir mal gucken. Wir haben noch eine weitere Linie hier, mit der wir hier in das Haus können, dann muss er ja erstmal das, er wird dann wahrscheinlich das Haus versuchen platt zu schießen, das macht die KI also immer sehr schnell. Aber wir können unsere Kavallerie hier drüben auf der Flanke postieren. Und haben dann da schon mal eine sehr gute Kavallerieaufstellung getroffen, glaube ich. Ja, den Napo, den stellst du mir mal da hinten hin. Und den... Nee, auch. Das ist natürlich immer... Wobei, warte mal, das ist nicht so clever, zwei Generäle so dicht nebeneinander zu stellen. Ich stelle ihn mir hier hin. Hier hin, so. Also, eine Nahkampfkavallerie. So, wir bringen die Kavallerie direkt in den Rücken. Er zieht sich direkt mit der Kavallerie zurück, ne? Oh je, das war... Das hat er sich definitiv anders vorgestellt. Kommst du da weg, Junge?
Wir müssen hier gucken, dass wir, ja, schön, wir haben ihn gut im Rücken erwischt. Wir werden jetzt noch mit den anderen beiden Kavallerieregimentern hier zuschlagen. Schnell, nicht da in die Infanterie. Ja, ja, das ist so klar, ne? Die Kavallerie hat halt nichts Besseres zu tun, als erstmal die Infanterie Sir, zu jagen. Sir, unser General wird angegriffen. Okay. Wir haben ihn hier gut in der Zange. Die Grenadiere mache ich mir noch so ein kleines bisschen Sorgen. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald. Ja, das sieht momentan gut aus. Da sollst du hinschießen. Schieße auf den General. Patz. So, die Kavallerie räumt hier hinten mit den Überbleibseln auf. Ah, eine Sache sollten wir vielleicht doch mal gerade nachgucken. Wer flüchtet denn hier? Wir müssen natürlich schon gucken, dass wir die meisten Einheiten hier vernichten, ne? Okay, gut, das ist nur ein General. Gut. Also, vielleicht sollte ich doch noch hier sagen, dass ihr aufhören sollt zu feuern. Weil alles, was sie natürlich weil alles, was sie natürlich jetzt noch hier verballern. Das ist natürlich ungut für uns dann, ne? Hier, verfolgt den mal schnell noch. Ja, ja, fortfahren. Moment mal, warum? Oh, stimmt, da hätte ich einen Angriffsbefehl setzen müssen. Vor allen Dingen, weil hier irgendwo noch sein General rumrennt und der scheint es ja überlebt zu haben, ne? Wo ist er? Der versteckt sich. Die letzte. Ah, warte mal, aber vielleicht kann ich ihn. Schade. Da ging nichts mehr. Warte mal, warum schießen die noch? Ah ja, komm, ist egal. Versucht einfach mal euer Glück. Vielleicht haben wir noch einen schönen Treffer. Und alles, was sonst noch so flüchtet, kann ja nur noch Kleinkram sein, ne? Brechen wir das Gefecht an der Scherbe. Oh, ein knapper Sieg. Ja, ich würde auch sagen, also eindeutig war das definitiv nicht. Verluste 157 Mann.
24 Mann verbleibend. Erfahrung für die Chevaux Légère. Erfahrung für die alte Garde. Erfahrung für die Linienfüsiliere. Je mehr Erfahrung die alte Garde bekommt, desto besser ist das natürlich. Und zack. Viel Spaß, Kollege. Ja, Neapel rüstet auf. Würde ihn auch nichts bringen. Wir haben einfach die größeren Truppenkontingente. Erstes wissenschaftlicher Fortschritt. Wir haben die Staatsschulden erforscht. Nächste Technologie wäre die Volkszählung. Das klingt gut. Wir haben eine Mission. Ein Siegesdenkmal. Wir sollen ein Arc de Triomphe bauen. Wir haben einen neuen Edelmann. Was macht er? Der ist gut für Industrietechnologien. Okay. Hast du nicht auch sowas? Industrietechnologien hast du auch. Okay, wir schauen. Dann werden wir doch Perugia zum Forschungszentrum für Industrietechnologien machen. In Orléans forschen wir noch an den Geisteswissenschaften. Moment, jetzt bin ich auch gerade verwirrt. Du bist da. Wer bist du denn? Der. Warum wird das nicht auf dich zentriert? Hat das was damit zu tun? Tja, komisch. Okay. Naja. Also dann haben wir unsere Edelmänner schon alle am Start. Wir haben ja noch unseren Agenten hier drüben. Mit dem könnten wir auch noch was versuchen. Wir müssen mal Olmütz auch noch uns angucken. Was da so los ist. Ah ja, aha, aha, aha. Schön, da ist relativ wenig zu sehen. München dauert noch, bis es wieder aufgebaut ist. Die Armee ist eigentlich gut beisammen. So, Neapel. Jetzt wird's interessant. Ich hätte hier eine Linie rekrutieren sollen. Ist doof. Hab ich blöd gemacht. Aber gut, okay. Nation schließt sich ihren Feinden an. Sachsen, wer hat's gedacht? Und sie beenden das Handelsabkommen mit uns. Und das ist halt in der Tat so. Das ist in der Tat so, dass sie das jetzt gemacht haben, weil die normalerweise zu diesem Zeitpunkt Bayern den Krieg erklären würden. Wir können uns aber mit Sachsen wieder friedlich stellen. Wenn wir ihn, ich glaube für 20, wir versuchen es mal für 10 Runden. Dann machen wir es ein bisschen anders. Für 20 Runden. Und wir haben wieder Frieden. Alles ganz, ganz easy. Ach, jetzt habe ich das Handelsabkommen vergessen, ne? Ah ja, ne, okay, gut. Aber es hat geklappt. Wir haben wieder das Handelsabkommen und es ist alles wieder gut, ne? Vielleicht wollten sie auch einfach... Ne, ich glaube, es liegt daran, dass sie, also in so einer Situation, dass sie Bayern haben wollen. Und das konnten wir jetzt hier antizipieren. Der Krieg mit Bayern ist beendet. Und sie haben Bayern nicht bekommen. Und wir bauen München dafür weiterhin aus. Wir haben hier ein Regiment Linienfüsiliere. Die Frage ist, ob wir es... Wir müssen ja schon gucken, dass wir Dalmatien bekommen.
Und hier die Armee Napoleons verstärken. Kannst mit dem Burschen ja mal nach Innsbruck watscheln. Das ist jetzt eine gute Frage, ob ich dich noch... Tja, wenn sich ihm ein General anschließt, dann würde es hinhauen. Alternativ würde er Napoleons Truppen verstärken. Linie ist immerhin hier gleich fertig. Ja, wir versuchen es hier unten in Neapel. Wir laufen weiter Richtung Innsbruck mit der Artillerie. Gut, haben die also auch bekommen. Rekrutieren hier noch eine Einheit Chevaux Légère. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten, 6 Einheiten. Das sind 6 Einheiten da oben. Dann sind wir in etwa ausgeglichen, haben aber wahrscheinlich mehr Kavallerie als die Schweden, glaube ich. Wären dann überlegen. Wir haben unseren Haupthandelshafen jetzt übrigens verlegt und er ist jetzt, meine ich, in Toulon. Er ist in Toulon. Wir haben den Hafen hier. Ich habe vergessen, hier ein Schiff zu bauen. Ich bin dumm. Ich bin echt dumm. Ich hätte hier letzte Runde schon ein Schiff bauen können. Das muss man halt, weil die halt 3 Runden dauern, man muss immer wie ein Schießhund drauf achten, dass man die möglichst schnell bekommt, ne? Okay, gut. Aber ja, passiert. Dumm gelaufen, passiert. Ja, das mit der Werft gucken wir mal. Ich will jetzt erstmal die, ich will jetzt erstmal hier noch meine Collages ausbauen. Und zeigt mir doch nochmal, hier unten habe ich noch eine Entwicklung nicht vorangetrieben. Achso, das ist auch in München. Das müssen wir nochmal gucken, wie wir das hier machen. Ja, wir können die Universität hier ausbauen, denn die öffentliche Ordnung wird besser durch die Fremdbesetzung. Und damit hätten wir noch eine klassische Universität in Perugia, wo es dann auch bald besser werden würde. Mit 2500 Kröten langt es nicht, um noch eine weitere Universität auszubauen. Die sind die, wenn unsere Forschung wird dadurch halt so viel schneller, das ist unglaublich wichtig. Wir haben momentan Einkünfte von 7573, was in Anbetracht unseres großen Territoriums ja noch relativ wenig ist. Ich gucke nochmal schnell durch, wir haben überall die Steuern drin, das vergesse ich nämlich ganz gerne mal. Nee, aber das passt. Können dann also bald schon mal drüber nachdenken, die Steuern zu senken, um das Bevölkerungswachstum dadurch anzuregen. Das ist nicht so schlecht. Das bringt halt einfach so unglaublich wenig Geld rein. 2,7 Orléans fehlt also auch noch. Moment, wo habe ich denn dann mein ganzes Geld reingesteckt? Ach, ich weiß es. Moment, hier oben habe ich Geld rein. Hier oben habe ich ganz ordentlich Geld reingesteckt. Naja, gut, aber das, die Einheiten brauche ich schon. Ich will die schwedische Armee da oben vernichten. Die muss da weg, das ist ganz, ganz grundlegend. Ja, das ist eigentlich nicht so viel hier, was ich da gemacht habe. Ne, die Häfen sind auch alle in Ordnung. Sorry für dieses schnelle Durchspringen. Sechs Runden dauert das hier unten. Ich baue es mal noch hier oben. Mit 2,7 ist ein bisschen billiger. Ach, nee, Moment, halt doch, es müsste hinhauen.
Es müsste hinhauen. Moment, Moment. Eine Sache. Ja, die machen wir jetzt noch am Schluss und dann gucken wir mal. Osman. Staatsschulden für ein Tausender. Macht ihr das? Für 700 macht ihr das? Achso, halt, stopp. Okay. So, was wir jetzt natürlich wieder machen können, das werde ich dann aber offscreen erledigen, ist die, diese ganzen Sachen, Technologien verkaufen mal wieder für Geld. Ich verkaufe es ja sowieso nur an meine Verbündeten. Klar, die werden mir irgendwann den Krieg erklären, aber es ist halt so, ist dann einfach blöd, kann ich aber mit leben. So, und was erforschst du jetzt gerade? Du erforschst jetzt hier die Volkszählung, das ist gut. Ja, in 7 Runden, da ist die Hotte am Ronzen, da wird's richtig abgehen, da machen wir schön Patte. Das hier mit der klassischen Ökonomie ist halt doof, ne? Aber dann können wir Handelshäuser bauen und Handelshäuser bringen halt echt Geld und richtig Städtewachstum. Das ist schon super cool. Und den Code Napoleon erforschen wir ja auch. Der wird dann die Zufriedenheit auch wieder verbessern. Also da ist alles optimal für uns. Die Artillerie ist frisch, die nehme ich hier mit zu Feldmarschall Ney. Die Armee ist überhaupt sehr, sehr frisch. Das ist die Frage, soll man denn sofort angreifen? Massena werden wir da zu der Kavallerie dazu nehmen und dann kriegt er gleich mehr Bewegungspunkte. Wir sind so frei und lassen einfach, wir lassen Neapel noch eine Runde leben und ziehen noch, komm hier, rekrutieren wir nur eine Einheit Miliz. Das haut ja dann geldmäßig noch hin. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und sage macht's gut. Bis zum nächsten Mal. À la prochaine fois. Tschüss.